Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Garagenschloss und das soll nicht mehr in Ordnung sein. Das heißt also, wir machen das erstmal eben einmal auf und gucken erstmal nach, was da drin los ist. Nicht zu ist, los ist. Ja. Hat der Kunde aufgebohrt. Bitte, wenn man Zylinder aufbohrt, nie so weit bohren, dass man durch den Zylinder durchbohrt. Wenn man bohrt, dann bohrt man immer nur so lang, wie der Schlüssel ist. Das heißt also, die Stifte weg. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Dann nehmen wir mal dieses hier. Man bohrt nur so lang, wie der Schlüssel ist, maximal. Also eigentlich nur fünf Stifte. Fünf Stifte heißt 1, 2, 3, 4, 5, also ein bisschen hin. Und dann bohrt man in diesem Bereich. Ich mache das mal so. Hälfte, Hälfte in diesem Bereich mit einem 5 mm oder 6 mm Bohrer. Ja, Hälfte, Hälfte. So, genau da bohrt man. Und dann eben, wie gesagt, so lang wie wie die Stifte sind. Das heißt also, das wären dann, gibt es auch noch eine Angabe zu. Das wären dann, man bohrt in den Zylinder rein maximal 25 mm, nicht tiefer. Ja. Weil wenn man tiefer bohrt, okay, da ist was runtergefallen. Wenn man tiefer bohrt, dann hat man das Problem, dass man eben halt sowas hier zustande bringt. Ah, da kommt er raus, dass man sowas zustande bringt. Und wenn der hier wegbricht, dann habe ich ein Riesenproblem und der Zylinder steckt da drin. Gerade bei solchen Garagenschlössern. So, das Loch können wir wieder zuschweißen. Der Kunde möchte auch einen Zylinder haben, dann nehmen wir den hier. Nehmen wir da auch mal eben hin. Das kann weg. Jo, dann brauchen wir eigentlich mal eben einen Griff. Den haben wir hier liegen. Vierkant ist auch noch drin. Okay, der verschließt nicht. Da stimmt das nicht. Gut. Das ist wieder weg. Einen Schraubendreher brauchen wir. Nehmen wir den hier so lange. Und dann gucken wir mal. Schrauben immer in eine kleine Dose, erzähle ich jedes Mal. So. Wenn man nicht so genau weiß, wie so ein Schloss aufgebaut ist, macht man es vorsichtig auf. Guckt sich das Ganze an und macht dementsprechend ein Foto. Und dann weiß man auch, wie sowas funktioniert. So, jetzt haben wir hier. Was sollte da eigentlich gegendrücken? Quatsch war das. Das kommt dahin und dann drückt er darüber. Und jetzt sperrt er auch wieder. Gut, so. Schloss machen wir jetzt erstmal eben einmal sauber, also Feder wieder raus. Wenn wir das Bauteil auch rausnehmen und das wollte ich eigentlich wieder zuschweißen, damit das dementsprechend vernünftig ist. Das kann auch rausfallen. Das ist fest drin. Das scheint auch fest drin zu sein. Ja. Gut. Eigentlich sollte ich immer unter meine Werkbank ein Tuch legen. Das erste, was wir mal eben machen, ist hier, also das alte Fett sich das mal löst. Das können wir hier beim Schweißen auch nicht gebrauchen. Ja, meinem anderen Videophone habe ich was weggeschmissen. Das hole ich mir jetzt gleich wieder aus der Schrottkiste raus. Können wir den auch rausnehmen einfach.
So, damit wir auch gleich wissen, wo der wieder hingehört. Machen wir wieder eine 1 drauf. Genau, ich habe da was weggeschmissen. Und zwar hier mein Blech. Und das benutze ich jetzt dafür, um das hier wieder zuzumachen. So, jetzt schneide ich mir gleich was raus und dann kommt das da wieder rein, dann ist das wieder alles in Ordnung. Oder schweiß das zu. Das Tolle daran ist ja, dass diese Schlösser immer noch aus Eisen sind. Ist zwar verzinkt, aber naja. Das hilft nicht viel. Okay, jetzt aber umso mehr. So, mal was gucken. Nein, ich werde wahrscheinlich dieses Blech nehmen. Boah, das ist gleich dick. Na gut, nehme ich das andere. Oder ich habe noch was anderes. Nee, habe ich nicht. Also nehmen wir eins von den Blechen. So, da schneide ich mir jetzt gleich was raus. Und dann kommt das hier hin, dann wird das reingeschweißt. Und dann ist das dementsprechend wieder in Ordnung. Um das Loch jetzt zuzumachen, mache ich jetzt folgendes, ich lege das jetzt hier einfach gleich so drüber. Dann kann ich das hier anreißen. Und dann feile ich das jetzt einfach praktisch aus. Also als Vierkant, mit einer Vierkantfeile. Und dann mache ich mir das so, oder vielleicht so, dass ich das da reinlegen kann und dann wird das einfach festgeschweißt. Ich muss nur das Loch jetzt, was jetzt hier ist, muss ich jetzt nur dem hier ein bisschen anpassen. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Ja, dann sieht das jetzt so aus. Und jetzt nehme ich also dieses Blechteil hier und lege das praktisch jetzt hier so ran. Und dann feile ich das hier so ab, dass es da praktisch ungefähr reinpasst. Und dann kriege ich ein paar Schweißpunkte oben drauf und dann ist es dementsprechend auch fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich einfach das Blech hier und schiebe das da rein. Und dann kann ich das dementsprechend hier festmachen. Und hier ist es jetzt so, dass ich das jetzt schon gleich mal eben einsäge ein bisschen. Dann kann ich das nachher einfach so ein bisschen wegbiegen. Der Rest wird dann nachher mit der Feile wird dann nachher eben ausgefeilt und dann passt das da wieder rein. Ja, das mache ich jetzt mal eben und dann gucken wir gleich mal. Das ist jetzt das Blech, was ich jetzt also eingesägt habe. Dann habe ich das leicht hochgebogen. Der Trick dabei ist, ich kann das praktisch hier gleich festhalten und einfach eben mit der Elektrode draufhalten und dann ist das nämlich fest. Und die andere Möglichkeit ist, ich könnte eine Zange nehmen und das hier festhalten. Und das ist soweit eingesägt, das bräuchte nur ein bisschen hin und her biegen und dann ist es weggebrochen. Ja, und dann das bräuchte ich nachher nur noch mit der Feile machen. So, das schweiße ich da jetzt mal eben rein und dann gucken wir mal gleich, wie das aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Das schleife ich jetzt gleich wieder runter und dann ist das Loch wieder zu und alles ist okay. So, und dieses hier kann ich dann praktisch dadurch, dass ich das hier angesägt habe, jetzt kann man noch sehen, wie wenig das nur zusammen ist, kann ich das praktisch jetzt einfach so runternehmen und dann feile ich das gleich aus. Das heißt, mache ich gleich mit der Maschine und dann ist das Teil wieder in Ordnung und man sieht davon noch nichts mehr. Oder so gut wie nicht. Ja, und so sieht das eben halt von innen aus. Gut, so, dann mache ich mich jetzt mal eben ran und dann geht es gleich weiter. Ja, das Loch ist wieder zu. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Zylinder geht ja wieder durch und ja, hervorragend. So, jetzt geht es ja darum, das wieder zusammenzubauen hier. Das ist wieder in Ordnung. Die
Die Scheibe muss hier wieder drauf. So, die ist auch wieder drin. Und da wir schon mal gleich dabei sind, kommt ein bisschen Öl ran. So, und die ist auch wieder drauf. Das ist dann soweit auch erledigt. Ja, und jetzt muss hier noch eben dieses Teil wieder rein. So, müssen wir da mal was hinlegen. Das nächste Mal dann. So, und dann kommt hier praktisch die Feder hin, damit das schließt. Und so sieht das Ganze dann dementsprechend aus. Aber wahrscheinlich, mal gucken, andersrum. Ne, geht nicht. So. So, jetzt ist es wieder richtig drin. Das sollte ich auch mal eben sauber machen. Jetzt lege ich das mal eben hier drauf, dass mir das nicht durch die Gegend fliegt. Hat es aber schon getan.
Ja, ich sehe gerade, guck mal, hier ist das auch aufgebohrt. Das machen wir nochmal eben schnell zu. Ah, durch den ganzen Zylinder gebohrt. Auch nicht schlecht. Habe ich eben gar nicht gesehen, aber ist ja logisch. Ja, nicht, ist nicht logisch. Aber egal. So. Gut, machen wir das noch einmal eben zu, das Loch. Und dann kann das dementsprechend da gleich wieder eingebaut werden. Ja, das habe ich dann noch mal eben zugemacht. Ein kleiner Riss ist da drin, aber das ist nicht so schlimm. So, das wieder einsetzen. Mal gucken, dass das hier gleich einigermaßen passt. Na, denkt man schon. Das sieht auf alle Fälle gut aus. Das da oben machen wir gleich. Schrauben, die in einer Dose sind. So, dann geht der auch wieder. Jetzt brauche ich nochmal eben den Griff. Den habe ich hier. Gut, das wollen wir jetzt gleich mal eben berichtigen hier. Ich dachte, das würde so gehen, aber es geht nicht. So, ist das drin? Das ist auch drin. Sollte das Ganze funktionieren, ist abgeschlossen. Das ist dieser Hebel, um das zu entriegeln. Ja, geht. Gesperrt. Entriegeln. Geht auch. Müssen wir da gleich nur noch eine Schraube reinmachen. So, den Zylinder wollte ich dafür nehmen. Die Markierung dann mal wieder runter. Das geht auch. Dann können wir das auch gleich mal eben so drin lassen. Da ist eine extra eine kurze Schraube für. Mal gucken, ob die passt. Eigentlich sollte die passen. So. So. Das geht. Jetzt müsste der aufgehen. Geht auf. Jetzt sollte der zu sein. Gesperrt ist er auch. Ja. Funktioniert wieder alles. Ja. Gut, bin ich zufrieden.
Ja, einmal Garagentor, Schloss, wieder in Stand gesetzt, muss man also nicht wegschmeißen. Kann man auch wieder reparieren, das Loch habe ich wieder zugemacht. Für das Garagentor ist das soweit in Ordnung. Da fehlt jetzt noch die Schraube, die hole ich nochmal eben. Ich sammle ja mal was von anderen Schlössern und dann haben wir auch eine Schraube. Ist jetzt bloß keine Schlitz, sondern eine Kreuz. Vielleicht hätte die auch ein bisschen größer sein können, aber. So, ich denke mal, die tut das. Ja, so, das ist jetzt auch wieder fest. Damit ist das wieder alles komplett. Es kommt wieder zurück zum Kunden und der kann das dementsprechend wieder einbauen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn Sie sowas haben, dann schicken Sie mir das rüber. Ich mache Ihnen das wieder heile. Wenn Sie unter dem Video einmal runterscrollen, da ist meine Adresse. Und ja, mit dem Zylinder, das versuche ich mal eben zu verlinken wieder. Und dass es auf meine Seite führt, einfach mal runtergehen. Da steht dann drauf, was für Sachen ich denn so benutzt habe. Manchmal schreibe ich das immer rein. Das ist immer eine Menge Arbeit, solche Videos zu machen. Aber so zwischendurch, dann mache ich das Ganze mal. Wie gesagt, das war's von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.